Hallo Fische, am 1. des Monats hast du Sonne Quadrat Mars. Der Monatsanfang wird für dich eine dynamische Zeit voller spannender Neuerungen sein. Du solltest dich nicht zu sehr unter Druck setzen oder dich stressen. Stattdessen solltest du das Beste aus dem machen, was du hast, auch wenn nicht alles sicher und perfekt ist. In der zwischenmenschlichen Kommunikation solltest du deine Meinung nicht aufzwingen. Im Bereich der Gesundheit können Muskelverhärtungen, Verspannungen, Rücken- und Nackenschmerzen bis zum Monatsende eintreten. Auch am 1. haben wir Venus in Wassermann eingetreten. Bis 25. Februar wirst du dich stark mit den Inhalten eines anderen Menschen beschäftigen. Lass dich nicht von deinen eigenen Sorgen blenden. Akzeptiere das, was du nicht ändern kannst. In der Liebe solltest du dich vergewissern, dass jemand dir die Wahrheit sagt. Wir haben zwischen 2. und 11. Februar Venus Konjunktion Saturn und Jupiter in Wassermann und für dich heißt es, an diesen Tagen dürftest du dich um eine Angelegenheit kümmern, die lästig sein kann. Man kann Angst haben, etwas oder jemanden zu verlieren. Im Bereich der Familie könnte man einen Familienangehörigen helfen oder man selbst könnte Hilfe bekommen. Wir haben dann zwischen 10. und 11. des Monats einen Neumond in Wassermann. Du könntest dich freiwillig für die Fertigstellung einer Sache einsetzen, die hängen geblieben ist. Deine persönliche Entwicklung hängt im Wesentlichen davon ab, inwieweit du bereit bist, dich von unvorteilhaften Verhältnissen und Ängsten zu lösen. Zwischen 12. und 17. Februar haben wir Saturn Quadrat Uranus. Falls zutreffend, können Themen wie Bildung, Finanzen, Behörde, Umzug und Auto eine besondere Herausforderung im Jahr 2021 darstellen. Möglicherweise wirst du Abstand von einem Menschen nehmen müssen oder du wirst dich nach mehr menschlichem Kontakt sehnen. Wir haben am 18. Sonne in deinem Zeichen eingetreten. Bis 20. März wird es für dich eine Herausforderung sein, bestimmte alltägliche Abläufe und Situationen wunschgemäß zu bestimmen. Zwischen 19. und 20. Februar haben wir Venus Quadrat Mars. Ärger kann eintreten, wenn man das Gefühl hat, von einem Menschen betrogen und belogen zu sein. Anders betrachtet kann dieser Aspekt Intimität, Verständnis und Fürsorge begünstigen. Wir haben am 21. Februar Merkur direktläufig in Wassermann. Bis Mitte März können sich alte Bekanntschaften aus der Vergangenheit erneut bei dir melden. Du solltest mit einem Thema endlich abschließen, meine liebe Fische, damit es dir psychisch besser geht. Zwischen 22. und 25. haben wir Mars Trigon Pluto. Positive Entwicklungen sind bald im Bereich der Finanzen und der Geschäfte zu erwarten. Das sind gute Nachrichten für die meisten Fischen. Am 25. haben wir Venus in deinem Zeichen eingetreten. Bis 21. März wirst du mehr Motivation, Kraft und Selbstvertrauen haben. Nutze die Gelegenheit, dein äußeres Auftreten zu verbessern und zu verschönern. Und dann haben wir zwischen 26. und 27. Februar Vollmond in Jungfrau. Viele Singles können bis Ende März eine neue Liebe finden. Stelle fest, ob eine vorhandene Beziehung oder ein Arbeitsverhältnis für dich förderlich oder hinderlich ist. Sei bereit, notwendigen Änderungen zu durchführen, auch wenn viele Gefühle davon betroffen sind. Liebe Fische, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für Februar 2021. Falls du eine persönliche Beratung brauchst, kannst du diese gerne jederzeit bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute für Februar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.